Moin Moin zusammen und willkommen zu Enderal Forgotten Stories. Ein Spiel mit unheimlich traurigen Charaktergeschichten, vielen unvorhersehbaren Abenteuern, richtig mitreißenden Geschichten und also das ist bei weitem eins der geilsten Spiele, die ich je gespielt habe. Das ist eine Total Conversion Mod von Skyrim. Und ich will jetzt nicht, auch wenn die Musik mega ist, im Titelscreen zu viel rumhängen. Man sieht nicht, weil ich ein bisschen davor bin. Hier steht Fortfahren. Ich habe das Spiel einmal durchgespielt, aber längst nicht alles gemacht und es ist auch schon ewig her. Und ich würde sagen, wir werden erstmal jetzt starten und Enderal entdecken. Also bleibt dran. Das Spiel ist auf jeden Fall wert, geschaut zu werden. So. Und schon starten wir sofort rein. Es gibt keine Opening-Cutscene. Ein schöner Sommertag. Oh ja, das ist er. Und ich muss mit Fati sprechen, denn der hat mir etwas Wichtiges zu sagen. Doch bevor wir mit Fati sprechen, wir sitzen hier auf einem Karren, okay. Ganz viele Sachen drauf. Hier ist ein Turm. Ich würde sagen, wir gucken uns ganz viel um. Diese Welt, wenn ihr euch das hier mal anguckt, das ist schon ein bisschen älter, das Spiel. Aber trotzdem ist es wunderschön. Wirklich wunderschön. So, wo ist mein Pferd? Kein Pferd. Kann ich irgendwas looten? Nein. Schauen wir uns. Plot Twist. Was ist denn hier passiert? Verbrannt. Verbrannt. Und Kind. Oh. Drehen wir direkt wieder um. Sowas Trauriges wollen wir nicht sehen. Nein, danke. Kann man hier hochklettern? Ja, ich kann auch noch nicht die Sicht wechseln. Denn wir sind ja gerade erst noch in der Einführung. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, wenn ihr es noch gar nicht kennt, schreibt sie rein. Ich beantworte gerne alles, was ich weiß. Also ich habe bisher einen 7 und... Guck mal, ich kann doch Sachen looten hier. Und das hier ist... ein Egerlingsschirmling. Anfälligkeit für Frost erkundet. Ah ja. Ich beantworte gerne alles, was ich kann. Die Nahrhaftigkeit des Fleisches. Fleisch ist Leben. Das wussten selbst die Aschevölker, die diese Welt vor uns besiedelten. Jedes Mal, wenn sie einen Feind in der Schlacht besiegten, rissen sie ihm Leber und Herz aus dem Leib und verspeisten sie zusammen mit ihrer Familie. Denn jeder weiß, dass die Kraft des Besiegten auf einen übergeht. Da aber wir in einer Zeit leben, in der der Verzehr von Mitmenschen unsinnigerweise als Barbarei angesehen wird, müssen wir die Freuden des blutigen Fleisches uns mit müssen wir die Freuden des blutigen Fleisches uns mit tierischem begnügen. Das nehmen wir mit. Oh. Ein Knistern. Was raschelt denn da hinten? Ich weiß, dass es hier eine Sache gibt, die ich unbedingt noch nachgucken wollte, aber ich finde sie nicht. Oh, ein Teich. Schön. Pferde, ja. Ja gut, dann gehen wir mal, ob wir Fati finden. Wie es aussieht, ist der nicht hier unten irgendwo. Nachvollziehbar, da ist die Hütte. Wahrscheinlich müssen wir da hin. So, hier haben wir noch eine Pflanze. Eine Sporenkrone. Die essen wir auch. Anfälligkeit für Feuer erkundet. Alles klar. Nehmen wir direkt die zweite mit. Da ist was. Da ist eine Statue. Und da oben ist eine große Statue. Wir gehen aber erstmal zu der kleinen Statue. Zu dem Engel. Die Pilze kann ich nicht einsammeln. Okay. Bekritzelter Zettel. O Herr, o Schöpfer. Ich höre dich rufen. Ich fühle deine Liebe. Ich weiß um dein Opfer. Ohne dich bin ich nichts, ein Zweig im Sturm der Zeit, ein Schlaf ohne Hirte. Befreie mich meiner Laster und vergib mir meine Sünden. Vergib auch meinem Weib und meinem Kinde. Erlöse mich von meinen Schmerzen und beglücke uns mit deiner
immerwährenden Gnade. Ah ja, der Schöpfer. Ob wir den wohl nochmal sehen? Und an die Statue komme ich nicht ran? Dann würde ich sagen, wir haben genug... Oh, guck mal, da hören wir ihn schon. Party scheint Feuerholz zu machen. Dann gehen wir mal zum Papa. Da vorne ist der Weg. Jetzt hört man den nicht mehr so gut. So. Da bin ich wieder, ich bin zu Hause. Ich weiß, dass ich eh drücken muss. Oh, hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Und, mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Was denn? Wo sind wir hier? Genau. Wo wir hier sind? Zu Hause natürlich, mein Dummerchen. Was ist das denn für eine Frage? Nur Schwesterchen, Mutter, du und ich. Und jetzt sag, wie war die Suche? Hast du es gefunden? Nein. Oh, schade. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Naja, wer weiß. Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Alles klar? Oh, Elchfleisch. Ja, lecker. Dann gehen wir mal rein zu Mutter. So, Entschuldigung, falls ich noch ein bisschen knakelig mich anhöre. Ich bin noch nicht ganz gesund. So, wo ist sie denn? Oh, durchsuchen dort. Ach, guck mal, ich kann hier Sachen mitnehmen. Lauch, Tomaten. Da war ein Messer. Nee, das wollen wir nicht. Es ist noch ein bisschen... Was ist das? Silber. Achso, ich dachte, ich könnte das Silberbesteck mitnehmen. Oh, hat mich das Kinderlachen erschreckt. Das ist der Elch. Knoblauch. Und das hier ist Fatis herzhafte Fleischpastete. Ja. Zutaten. 2 Pfund gehacktes Fleisch, 1 Glas Mehl, 1 Handvoll zerstampfter Knoblauch, 1 Handvoll gemahlenes Flüsterkraut, 1 halbes Glas Fleischbrühe, 1 Prise Zucker. Was ist mit Salz? Naja, wir nehmen das Rezept mal mit. Und Wein? Naja, ich glaube, das ist nicht so gut. Soweit ich sehe, sind wir noch ein Kind und es wird dunkel. Benötigt für... Öffnen Tür benötigt ein... Ich habe keinen Schlüssel. Ich würde sagen, ich esse mal eben kurz den Knoblauch. Das müsste ja auch... Hoppala. Lebensregeneration, genau. Es ist wie bei Skyrim, wir können hier die Zutaten essen. Aber wo ist denn... Ein Groschen? Ein Goldbarren? Oha! Ja, aber wir klauen ja nicht unsere eigene Familie. Die Kunst des knusprigen Fleisches. Wer kennt das nicht? Du freust dich auf ein schönes, knuspriges Stück Fleisch nach einem Tag harter Arbeit. Aber dein nutzloses Kind, dem du die Zubereitung aufgetragen hast, gibt dir anstelle dessen ein verkohltes Etwas. Du züchtigst es, aber das Problem bleibt. Du hast Hunger, also bleibt dir nichts anderes übrig, als es selber zu machen. Zur Feuerstelle gehen, ein großes, blutiges Stück aus dem Tier herausschneiden und ab damit in den Kessel. Und siehe da, langsam beginnt der angenehme Duft von verbranntem Leben dir in die Nase zu steigen. Gibt es etwas Schöneres? Ich glaube nicht. Nehmen wir mit. Die Puppe kann fliegen. Oh, hier sind ganz viele Bücher. Nahrhaftigkeit, knusprigen Fleisch, okay, Lederstreifen. Nein, gibt es hier noch ein anderes Buch? Kunst des knusprigen Fleisch, Nahrhaftigkeit des Fleisch. Das sind immer nur die gleichen Bücher, die beiden haben wir. Okay, ich glaube, wir müssen zum Elch. Oder müssen wir nach oben? Nein. Die verbotene Tür. Da kann ich nicht rein. Schade. Okay, dann, Mutter scheint nicht hier zu sein. Kann mich nicht bewegen. Ho,
Oh weh, ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei hier drin ist. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück der Gute. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Ja, aber was ist mit Mutter und Schwesterchen? Was? Ach siehste, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot, weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, alle beide. Aber ist doch eigentlich auch egal, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch. Dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen, großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Aber ich habe die beiden... Ach, mein Dummerchen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau. Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, weißt du nicht mehr? Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Aber als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig und... Ach, warum kommst du eigentlich immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Und egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran, verstehst du? Gar nichts. Und jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig. Aber ich hab die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Beim Namen des Schöpfers. Was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Musst du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammere auf die Nerven gehen? Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Und anstatt dich großzuziehen, durchzufüttern und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Ja, ich hätte dich töten sollen. Ich hätte dich einfach töten sollen. Genauso wie du uns getötet hast. Und jetzt glaubst du, du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Aber... Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Weil die Toten nicht vergessen. Hörst du? Die Toten vergessen nicht. Und jetzt genug des Geredes. Ich will endlich essen. Bring mir das Fleisch, du verzogenes Balk. Bring es mir. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Puh! Nicht? War ein schöner Sommertag. Okay, Beginnen wir mit einer Frage. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen, aber dennoch bitte ich euch, darüber nachzudenken. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete. Beim Fall der Lichtgeborenen. 4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. 7 Arkanisten. Durch Magie unendliches Leben erlangt hatten. Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten, desto mehr Stimmen wurden laut, die sie der Tyrannei bezichtigten. Die lauteste davon war die Nara zu Arantias. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das einzig erleuchtete der Religion ist ein brennender Tempel. Er scharte eine Armee um sie, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen.
All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Was? Ach, bitte entschuldige, das war eben etwas harsch. Ich bin einfach nervös, das ist alles. Es war wieder der Traum, richtig? Ja. Wenn wir für jede Nacht einen Groschen bekämen, in der du, seit wir uns kennen, schreiend aufgewacht bist, wären wir jetzt vermutlich mit unserem eigenen Sternschiff nach Enderal unterwegs. Und nicht so. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dich vielleicht tief in dir selbst verantwortlich machst? Also für das, was deinen Eltern passiert ist? Das weiß ich nicht, aber wie kommst du darauf? Vielleicht, aber selbst wenn, was soll das schon ändern? Warum sollte ich die Bastarde vom Schöpfertempel haben, das zu verantworten? Ich nicht. Wie kommst du darauf? Naja, irgendeinen Grund muss es doch haben, dass du immer wieder diesen gleichen Mist träumst, oder? Ich meine, ich bin kein Gelehrter oder sowas, aber vielleicht wollen dir diese Träume ja irgendwas sagen, ich weiß nicht. Vielleicht aber selbst wenn, das soll das schon ändern. Wahrscheinlich nichts, das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht wird ja jetzt alles anders. Schon verrückt, welche Wege das Leben manchmal geht, oder? Hier sind wir, auf dem Weg in ein fremdes Land. Hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt, hätte ich dich für wahnsinnig gehalten. Aber wenn diese Geschichten wirklich stimmen, dann gibt es keinen besseren Ort für einen Neuanfang. Nicht einmal Sklaverei soll es auf Enderal geben. Kannst du es glauben? Das ist doch unglaublich. Einzig und allein diese blinde Passagiersache bereitet mir Kopfschmerzen. Okay, wir sind also auf einem Schiff als blinde Passagier. Ja gut, wir sind hier irgendwo zwischen Dingens. Also wer sein Schiff so schlecht bewacht, ist selber schuld. Außerdem hätten wir uns die Passage niemals leisten können. Nicht nur dir, aber vielleicht können wir ihr das Geld zurückzahlen, sobald wir drüben eine Anstellung gefunden haben. Ja genau, wir sind schon ehrlich, denke ich. Wir reden hier von 500 Groschen. Selbst wenn wir da drüben Arbeit finden, werden wir das Geld vor allem erstmal für uns brauchen. Mach dir keine Illusion. Was wir hier tun, ist Diebstahl, nichts anderes. Leider. Ja, aber gut, ist ja jetzt auch vergossenes Wasser. Ich hoffe nur, dass wir es als Fremdländer auf Enderal leichter haben als die in Nerim. Deine Mutter war doch auch ein Flüchtling damals, oder? Woher genau kam sie nochmal? Das hast du mir schon 100 Mal erzählt, aber ich vergesse es immer wieder. Ah ja. So. Nerim ist die Vorgeschichte zu Enderal. Ich habe die mal angespielt. Frag mich nicht, ich werde es wahrscheinlich nicht spielen, weil ich hab's angespielt, ich fand's nicht so klasse. Aber jetzt können wir uns erstmal aussuchen, was wir sind. Also, sumpfiger Kontinent Myra. Oh, der sieht gut aus. Gucken wir weiter. Nee. Ach, guck mal, da stehen ja auch die... Aber ich würde nicht nach Vorteilen gehen. Ich guck jetzt rein nach Optik. Und da finde ich den hier eigentlich gar nicht schlecht. Der sieht bullig aus. Ui. Geschlecht natürlich passend. Von den Voreinstellungen sieht der gar nicht schlecht aus. Hauttönung. Ja, doch hell. Gewicht. Ne, wir sind Fliegengewicht. Hallo? So jetzt auch nicht. Also ein bisschen was haben wir schon. Auf der Rippen. Aber nicht so viel. So, Hauttyp. Habt ihr mal die Nivea gesehen? Ich brauche mal die Nivea und eine Rothändel ohne Filter. Entschuldigung. Krasse Scheiße. Guck dir das mal an, ey. Oh. Na, Schmutzfarben nicht. Narben, aber Narben. Narben. Oh, das sind genau die gleichen wie in Skyrim. Ich würde sagen, wir haben ja eine ganz blöde Kindheit unter uns. Wir brauchen schon heftige Narben.
Zumindest wenn wir jetzt dem Intro trauen. Machen wir das da. Ein Tattoo? Nee, ich mag keine Tattoos im Gesicht. Lassen wir das. Oh, das Gesicht selber, Nasentyp, das passt eigentlich. Nasenhöhe passt auch alles. Ja, das passt alles. Augen? Den Augentyp lassen wir, aber die Augenfarbe nicht. Warte. Ich such grad etwa so... Nein, das ist es. Das passt. Lidschatten brauchen wir nicht. Augenbrauen brauchen wir auch nicht. Das passt eigentlich. Mund, jetzt brauchen wir nur noch Haare. So, da gucken wir einmal durch. Okay, die gleichen Haare wie in Skyrim. Ich würde sagen, wir nehmen aber auf jeden Fall was. Nein. Was Schlichtes? Das da. Das finde ich gut. Ein Bart hat aber auch der Gute. So, wir haben es gleich. Sekunde. Ja. Jetzt noch die Haarfarbe anpassen. Perfekt. So. Und Charakter benennen? Ja. Und der heißt natürlich Kergo. Arasial, richtig, wie konnte ich das vergessen? Sie war eine der wenigen Dünenländerinnen, die jemals Fuß auf ein Schiff gesetzt hatten. Ja. Naja, ich werde mich jetzt erstmal ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Du bist nämlich dran mit Wache... Moment, hörst du das? Nicht aus! Verflixt noch eins, da ist wer! Die Weiber von heute wollen einfach niemanden mehr, der ihnen den Hof macht. Das ist das Problem. Junge, mach Licht aus! Früher war das alles anders. Und jetzt genug gequatscht, wir sind da. Aber wo habe ich denn bloß diesen dämlichen Schlüssel hingesteckt? Scheiße, was wollen die hier unten? Die Lampe, schnell, mach die Lampe aus! Gut. Und jetzt bloß leise bleiben. Ja! Na bitte. Hinein in die gute Stube. Boah, da stinkt hier drin ja wie die Eier des ersten Wartüren. Wie soll diese Kiste nochmal aussehen? Klein und mit einem Zeichen des Zuckerinselbunds drauf, glaube ich. Ah ja, richtig. Da ist der schwarze Wächter, warum die Kapitänin das so kurz vor der Ankunft noch unbedingt haben will. Du schaust oben, ich unten, alles klar? Alles klar. Shit. Fuck. Scheiße, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen was tun. Du übernimmst den Alten und ich den Jungen. Los! Okay. Aber... Was? Ich kann mich nicht bewegen. Moment mal. Da ist wer. Das ist Sirius? Einen Haken! Gib ihm einen verdammten Haken! Ja. Oh ja, ja. Oh ja, verdammt. Los, weich ihn aus! Ich hab den Alten. Jetzt kriegt er aufs Maul. Jetzt aber. Oh, man sieht aber nichts. Oh, was hat der? Oh, EP. Ich gebe ihm. Los! Und jetzt Knie! Schmackes! Ja! Voll weggemacht. Oha! Oh Mann. Das war gar nicht geplant. Überhaupt nicht. Was machen wir denn jetzt bloß mit den beiden? Wir verstecken, Junge. Töten wir sie, das ist sicherer. Aber die sind doch schon tot. Vielleicht sollten wir uns einfach stellen. Fesseln knebeln wir, sobald wir anlegen, schleichen wir uns... Ja, das macht Sinn, natürlich. Der eine hat doch gesagt, dass es nur noch ein paar Meilen bis nach Enderal sind. Mit etwas Glück bemerkt bis dahin niemand, dass sie fehlen. Komm, hilf mir suchen. Irgendwo muss ja hier ein Seil oder sowas rumliegen. Ja. Und ich dachte, wir hätten das Gröbste überstanden, nachdem wir es an Bord geschafft hatten. Da ist es. Tja... Kann man sich täuschen. Hier. Arme, verirrte Seelen. Die Wahrscheinlichkeiten haben sich gegen euch gewandt. Was? Was zum... Wer seid ihr? Mein plötzliches Erscheinen verwirrt euch, aber meine Identität ist nicht von Bedeutung. Ihr, lieber Sirius, seid es diesmal leider auch nicht. Was? Scheiße, erzählt niemandem von uns, bitte! Wir wollten doch niemandem etwas Böses. Diese Kerle sind einfach... Ihr bittet mich, euch nicht zu verraten, weil ihr nichts Böses im Sinn hattet. Und ich glaube euch. Aber leider werden meine Taten nicht von Mitgefühl bestimmt. Der erste Flügelschlag muss geschehen, damit sich die Wahrscheinlichkeiten fügen können. So wie sie es schon immer tun, seit Äonen. Es tut mir leid, Sirius. Moment.
Moment! Was zum... Nein! Was zum... Oh nein! Nein! Was tut ihr da? Oh oh. Scheiße. Fuck. Jetzt sind wir tot, oder? Nee, ein neues Leben. Ihr beide habt euch die ganze Zeit über da unten versteckt und von unseren Vorräten gelebt, bis Rick und Sebald euch zufällig entdeckt haben. Daraufhin habt ihr die beiden verprügelt. Und als ihr sie fesseln wolltet, ist plötzlich eine verschleierte Frau aufgetaucht und hat euch mit Wildmagie überrumpelt. Richtig? Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber so war's. Bitte, Madame. Wir hatten einfach keine Wahl. Das müsst ihr uns glauben. Der Krieg, es... Wir wollten doch einfach nur etwas Frieden. Und eine zweite Chance, mehr nicht. Ja. Frieden. Ja, ich verstehe. Ihr wolltet ein neues Leben in einem neuen Land. Und da mein Schiff das einzige ist, das seit den Kriegen überhaupt noch so weit fährt, wart ihr förmlich gezwungen, ohne Bezahlung mitzufahren. Mhm. Ja, wir könnten für euch arbeiten, Madame. Das Deck schrubben, Kartoffeln schälen, irgendetwas, wie wir unsere Schuld abbezahlen können. Und wenn wir erstmal... Wirklich, wirklich herzerweichend. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ihr hattet sehr wohl eine Wahl. Ihr hättet bei mir anheuern können, wie die anderen auch. Aber das habt ihr nicht getan. Stattdessen habt ihr euch in meinem Schiff eingenistet wie die Fleischmaden und auf den Schultern meiner Mannschaft ausgeruht. Und jetzt erzählt ihr mir irgendeine Scheiße von verschleierten Frauen und Wildmagie? Sagt mal, für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Ich kenne eure Sorte. Ihr seid ehrlose Halsabschneider, Straßendiebe, nichts weiter. Habt wenigstens den Schneid und steht dazu. Was? Nein, ihr täuscht euch. Bitte, lasst mich erklären und ihr werdet... Eure Erklärung interessiert mich so viel wie ein Stück Dreck unter meiner Stiefelsohle. Richte ihn auf, Rugar. Aber Herrin, Sie... Tu es. Jawohl. Tut mir leid, Junge. Ihr hättet in Nerim bleiben sollen. Sirius! Was? Sirius. Aber... Nein! Aber das könnt ihr doch nicht tun. Oh doch, das kann ich. Nein, bitte nicht! Er hat mich nicht mehr. Na, sieh mal einer an, da ist jemand aufgewacht. Fesselt ihn und dann schickt sie zu den Fischen und zwar schnell, bevor mir schlecht wird. Oh oh. Viel Spaß in eurem neuen Leben. Oh, scheiße. Ja, war ein schönes Spiel, also. Atme. Was bedeutet schon Zeit? Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Sie machen sich selbst zu Marionette, aber was ist denn schon? Wer ist es? Sie könnten doch so viel ändern, wenn sie es wollen. Okay. Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Ja, wo bin ich? Einen Erinnerungspunkt erhalten. Kann ich mich jetzt erinnern? Oh. Das sind wohl die Talentbäume. Arcana Schmied. Amputator. Schildwall. Knochenbrecher. Unermüdlich. Achso, hier sind die Sachen unten. Okay, also... Wir können jetzt hier, okay, mit Z, um zu meditieren. Wir können in diesem Spiel, ich habe in Skyrim, habe ich ja einen Ultra-Kämpfer gemacht. Ich habe zwischendurch aber auch mit Magie gespielt. Aber ich würde sagen, wir starten doch mit Magie, oder? Wo ist Magie? Grauer Alchemist. Arkane Macht. Alle Arkanzauber verursachen 13% mehr Schaden. Und das hier? Warte mal, hier ist erstmal Fokus. Kann ich... Da kann ich noch gar nicht hin. Das heißt, ich muss mit dem hier
starten. Das ist die Erinnerung, schaltet alle Magierdisziplinen für euch frei. Außerdem so erhaltet ihr so dauerhaft erhöhte Mana-Regeneration sowie das Talent Fokus, das kurzfristig die Mana-Kosten für Zauber aller Art um 33% senkt. Für 15 Sekunden mit dem ersten. Damit starten wir. Sehr gut. So, die Zwischenwelt kann ich mit Z verlassen. Und jetzt mal gucken, wo wir gelandet sind. Benommen passt gut. Einen Weg ins Landesinnere führen, finden. Ich fühle mich wie bei Risen, Alter. Also, ich hatte mir überlegt, für Enderal machen wir 30 Minuten Parts. Wir haben jetzt den kompletten Prolog gespielt. Ihr wisst jetzt, was euch erwartet. Noch nicht mal im Ansatz. Also, Leute, Folge 2. Mal gucken, ich muss in meinen Uploadplan gucken, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ich schalte die, denke ich, immer am Anfang so als Premiere, bis ihr so merkt, wann im Endeffekt das reinkommt. Also bleibt dran, das Spiel, das lohnt sich. Das ist wirklich ultra spannend. Wenn ihr es noch nicht kennt, bleibt bei allen Folgen immer wieder dran. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt erstmal einen Cut und nächste Folge geht es dann hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt es soweit oder ihr seid neugierig geworden. Lasst gerne ein bisschen Feedback da. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne ein Like. Und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Ach ja, abonnieren wäre auch nicht schlecht. Tschüss!